Hallihallo und herzlich willkommen hier zu den ÖPNV-Simulator-News. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich natürlich, dass ihr wieder da seid. Wir haben wieder einige tolle Themen für euch bereitgestellt hier und hoffe natürlich, dass ihr damit was anfangen könnt. Als erstes natürlich geht's mal wieder direkt los mit unserem heißgeliebten Lotus-Simulator. Denn kurz nach unserem Video gab's ein weiteres Update und zwar in der Version 1EA037A, welches Neues in den Simulator einfügt, und zwar neue Logfile-Einträge. Es wurde was an den FIS-Tools nochmal verändert, und zwar jetzt die Funktion zum Kompieren und Invertieren von Routen wurden eingefügt. Außerdem ein Zähler für die Haltestellen einer Route. Es gibt auch weiteren Content für den GT6N. Da haben wir hier die gebackenen Innenbeleuchtungsschatten, die nun auch im C- und B-Teil vorhanden sind. Und das ist ein kleines Update, wie gesagt, deswegen hat sich da jetzt nicht gelohnt, da noch eine extra Breaking News hinterher zu schmeißen. Es gibt aber auch Neues, und zwar aus der Community. Der liebe Willi aus dem Berlin M6-Projekt hat uns nochmal ein paar Bilder zuspielen lassen und die sehen sehr großartig aus. Ihr seht das Ganze ja, und zwar, er baut hier relativ viel mit dem neuen Brückentool und hier muss man wirklich sagen, er macht das echt großartig. Das sieht wirklich sehr schön aus. Ich hoffe natürlich, dass die Qualität dementsprechend so weiter bleibt. Die Karte selbst könnt ihr natürlich jetzt schon fahren. Ja, sie ist natürlich schon verfügbar im Steam Workshop, könnt ihr euch runterladen. Allerdings, dieser Abschnitt, wo ihr jetzt gerade diese Bilder seht, ist noch nicht verfügbar und wird mit der nächsten Zeit bestimmt irgendwann gepatcht. Der Willi wird uns da bestimmt dementsprechend auf den Laufenden halten. Sobald neue Informationen da sind, kriegt ihr sie von mir natürlich hinterhergeschmissen. Dann haben wir ein weiteres. Ich hatte das schon mal angesprochen gehabt, und zwar geht es hier um das Berlin S-Bahn-Addon für den Train-Simulator 2019. Der liebe Michael hat uns da mal einen Link zukommen lassen, wo wir auf eine direkten Facebook-Seite geswitcht worden sind. Ja, und es gibt das Projekt Berliner S-Bahn wirklich. Train-Team Berlin arbeitet an diesem Projekt. Es war halt immer gemunkelt, und wenn man halt auf der Seite von Train-Team Berlin halt ist, ja, sind die Einträge mittlerweile schon von 2016, von 2017, dass man halt da nicht mehr jetzt so wirklich da irgendwie was von schließen konnte. Allerdings war Train Team Berlin und der Entwickler der Berlin S-Bahn-Karte auf den letzten Messe-Event in Koblenz und hat natürlich die Karte dementsprechend halt auch schon mal gezeigt, vorstellen lassen. Allerdings gibt es dazu kaum Videomaterial oder sonstiges. Ein Release-Termin dazu gibt es auch noch nicht, wurde noch nicht benannt. Auf Fragen wie zum Beispiel, wann das Addon denn erscheinen soll, kommt die Frage, wenn es fertig ist. Und ja, das soll er sich nehmen, die Zeit soll er sich nehmen. Die Bilder auf jeden Fall, die sehen jetzt schon sehr großartig aus. Also da muss man wirklich sagen, da steckt auf jeden Fall schon mal viel Detail drinnen. Dann haben wir ein neues Addon für den Train Simulator von 2019. Und zwar handelt es sich hierbei um das Norfolk Southern Inline Route Addon, welches am 7. Juni erschienen ist, jetzt für den Train Simulator. Und zwar kostet das Ganze 29,99 €. Ja, also 30 Euro mal. Und hier sehen wir natürlich, ja, weitere Diesel-Loks, ja, die natürlich hier schwere Kohlen von A nach B schleppen. An sich, ich mag die Thematik jetzt nicht, sieht das Addon aber relativ hübsch aus, wenn ihr natürlich da Interesse habt, denn wie gesagt, es ist erhältlich, ihr könnt es kaufen und ja. Dann gibt es natürlich aber auch weitere neuen Content, und zwar haben wir ein neues Addon für Transim World wieder, welches am 6. Juni erschienen ist, 2019. Und zwar handelt es sich hierbei um den Heavy Freight Pack, den Loco Addon. Und das Ganze kostet 13,99 € auf Steam und beinhaltet natürlich neben Aufgaben die BR Class 40 und die BR Class 08, welche ihr ab sofort jetzt in Transim World dementsprechend benutzen könnt. Wahrscheinlich erhältlich für PC und die Konsolen Xbox One und der PlayStation 4. Und dann geht es natürlich weiter. Wir haben weiteren neuen Content für Omsi Dresden bekommen. Und zwar ist am 8.6., also am 8.
am 8.06.2019. Mein Gott, das Update 095 erschienen. Virtus natürlich Bau im Bereich Dornblütenstraße, Niederwaldstraße sind beendet. Alte Ampeln wurden durch LED-Ampeln ersetzt. Ampelschaltung Grünauer Weg überarbeitet. Ein Fehler wurde behoben, dass seit dem Update 09 die Autos im Bereich Schneebergstraße falsch fuhren. Bei Aktivierung der Hilfspfeilen werden nun auch Haltestellen angezeigt. Neue AI-List und falsche Hilfspfeile wurden bearbeitet. Das ist, wie gesagt, das neueste Update, was jetzt am 8.06.2019 erschienen ist. Und ja, mit hat er auch schon den kleinen Plan noch dazugefügt. Es gibt wohl noch das Update 099 und das finale Update 1.0 wird es noch in diesem Monat 2019, im Juni 2019, hier auf jeden Fall noch erscheinen werden. Wir werden euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr das Let's Play sehen wollt, schaltet die nächsten Tage definitiv mal hier bei uns auf den Kanal ein. Und da gucken wir uns das Ganze nämlich direkt einfach mal an. Dann haben wir wieder Neues aus Zusi. Zusi erscheint ja nun im Juni 2019. Ja, es erscheint irgendwann laut Steam auf der offiziellen Seite von aerosoft.com. Gibt es schon direkt einen genauen Release-Termin. Und zwar handelt es sich hierbei um den 18. Juni 2019. Und das Ganze wird wird 59,99 Euro kosten. Was die digitale Version kosten wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Da werden wir noch einiges abwarten müssen. Aber ich denke mal, so viel mehr wird es nicht. Und natürlich zu dem neuen Add-on von Zusi 3 wird es dann auch die Strecke Köln-Düsseldorf geben. Alle Zusi 3 Besitzer, die natürlich Zusi 3 schon besitzen, bekommen dieses Update natürlich kostenlos zum Download. Und dann haben wir noch was jetzt nicht ganz der Dings entspricht, den ÖPNV Simon News. Allerdings fanden wir das großartig, denn der American Truck Simulator bekommt am 11. Juni 2019 sein neues Karten-Update. American Truck Simulator Washington kommt und das finden wir großartig. Der Preis wird sich so um 15 bis 20 Euro wahrscheinlich wieder verlaufen, so wie alle anderen Add-ons, die für den Euro Truck Simulator und American Truck Simulator kommen. Wir haben insgesamt 3800 Meilen neu dazu bekommen, 16 brandneue Städte, unter anderem Vancouver, Omark, Yakima, Kennerick und so weiter. Mehr als 20 Landmark Bridges haben wir mit dabei. Wir haben 10 Original Truck Stops, neue Achievements und. Das Ganze, wie gesagt, erscheint jetzt am 11. Juni 2019. Wir finden das großartig. Wenn ihr das Ganze natürlich sehen wollt, schaut bei uns auf Twitch vorbei. Ich denke mal, da werde ich das zum Release-Tag natürlich auf jeden Fall zocken. Ob jetzt Multiplayer, weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir uns das Ganze mal definitiv im Singleplayer-Modus anschauen. Und das soll es dann auch schon soweit gewesen sein von unseren Nachrichten hier, was diese Woche passiert ist. Ich weiß, es ist noch nicht alles so hundertprozentig so, wie ich das haben möchte mit den Breaking News hier, die wir jetzt hier neu einfügen auf unserem Kanal. Aber wir werden auf jeden Fall das so machen, dass halt immer zum Sonntag denn ein neues Video erscheint, was so die letzte Woche so passiert ist. Wenn es natürlich Neuigkeiten gibt, die natürlich sofort raus müssen, weil irgendwas extravagant ist, ja, dann wird es dann nochmal ein Zwischenvideo dazu geben. Aber sonst wird das so dieses Format definitiv beibehalten. Ich muss noch gucken, dass ich das Ganze noch ein bisschen besser umgesetzt bekomme, dass es noch ein bisschen besser, professioneller auf jeden Fall wirkt, aber so auf jeden Fall wird das jetzt in den nächsten Zeiten jetzt hier erstmal aussehen, bis ich da mir irgendein neues System ausgedacht habe. Und ja, wenn euch das trotzdem alles gefällt, das Video euch gefallen hat oder ihr die News einfach toll findet, dann ja, lasst dem Projekt ein Like da, schreibt es in die Kommentare oder sowas, könnt ihr auch reinschreiben, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn ihr zum Beispiel noch Verbesserungsvorschläge habt, denn wie gesagt, nutzt dazu die Kommentarfunktion, ich würde mich da freuen sehr drüber und hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann entweder zu einem Let's Play oder zu den nächsten News hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und frohes Weiterfahren.